Hallo und guten Tag, schön, dass ihr sie eingeschaltet habt. Freue mich, dass so viel Interesse an dem Hörbuch ist. Habe mir gedacht, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, dieses etwas komplizierte theologische Thema aufzulockern und so ein bisschen die Möglichkeit zu bieten, dass man das dann auch leichter verstehen kann, den Zugang auch leichter bekommt. Die Kriminalgeschichte ist natürlich nur schmückendes Beiwerk, obwohl die Figuren, die da drin vorkommen, mir schon bekannt sind. Also dieser Mann in Rumänien da, der den Alex beherbergt, ist ein enger Freund von mir seit vielen Jahren. Besuche ich, wenn es geht, ein-, zweimal im Jahr. Ganz feiner Mann, Christ, mutiger Mann auch, auch unter dem Kommunismus schon gearbeitet fürs Evangelium. Der Zigeunerkönig, den kenne ich auch namentlich, heißt aber anders. Dieser Mann in Rumänien, den ich da besuche, jedes Jahr, der heißt auch anders. Den Zigeunerkönig, wie gesagt, gibt es wirklich, ist wirklich auch Chef über 200.000 Sinti oder Roma. Die Sache mit der Bibelübersetzung hat sich wirklich so zugetragen. Auch der Anruf hat sich so zugetragen. Auch die pünktliche Lieferung hat sich tatsächlich so zugetragen, keine Fiktion. Ist Christ, arbeitet heute immer noch für Jesus Christus, macht Missionsarbeit in Rumänien und in der Slowakei, muss ich sagen, nicht in Rumänien. Und ist ein Jünger Jesu. Den Immobilieninvestor kenne ich auch persönlich, der heißt aber auch anders. Der macht tatsächlich Geschäfte in den Größenordnungen. Der ist auch so unterwegs, wie ich den beschrieben habe im Buch. Solche Leute gibt es tatsächlich. Und einer meiner ehemaligen Kunden, der ähnelt dieser Figur sehr stark, bis auf diese Dinge, die dann am Ende des Buches vorkommen oder auch diese Gespräche, die er über den dritten Tempel führt. Das sind natürlich Sachen, die ich jetzt mit dem in dem Detail nicht besprochen habe. Aber den gibt es tatsächlich. Auch den Pilot gibt es. Der ist sogar... Nee, das sage ich jetzt nicht. Der unterliegt bestimmten Geheimhaltungen. Der heißt auch anders. Der fliegt aber tatsächlich im öffentlichen Dienst oder in Staatsdingen große Maschinen, um damit Politiker zu transportieren. Und den kenne ich auch persönlich. Den gibt es auch. Ja, und diesen RAF-Mann, den gibt es auch, ist ein enger Freund von mir oder war ein enger Freund von mir, der ist verstorben vor einigen Jahren, der hat einen Herzinfarkt bekommen, tatsächlich in die Slowakei ausgewandert, tatsächlich aus einer Gemeinde aus Deutschland, tatsächlich gab es diesen Abend, wo die Gemeinde sich überhaupt nicht drum gekümmert hat, dass der die Gemeinde verlässt, vollkommene Zombie-Reaktion, also war mir unerklärlich, also ist tatsächlich so passiert, wie im Buch beschrieben, der war im Untergrund und ist dann auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er blieb immer ein Kämpfer, sag ich jetzt mal, nachher dann für Jesus Christus. Und der hat tatsächlich mit diesem Sinti- und Roma-Chef diese Evangelisation gemacht und auch die Bibel übersetzt. Der hat auch eine andere Übersetzung gemacht, viel gemacht im Osten von der Slowakei aus. Und lebt aber, wie gesagt, nicht mehr. Also es gibt bestimmte Dinge, die das normale Leben berühren. Denn der Alex ist natürlich eine total fiktive Figur. Klar, manche Sachen aus meinem Leben habe ich da reingeschrieben, aber manche auch einfach hinzugedichtet, ja, weil sonst kriegt man ja so ein Buch auch nicht voll. Aber es ist tatsächlich so, dass das so ein bisschen tatsächlich einen Hintergrund hat. Das ist aber alles nur Fiktion. Das ist alles nur Beiwerk, wo es mir tatsächlich im Kern drauf ankommt, ist, dass man sieht, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die bis ins kleinste Detail stimmt. Da ist kein Buchstabe, kein Jota falsch. Das passt alles zusammen. Das Problem, wenn wir etwas nicht verstehen, das liegt nicht an der Schrift, das liegt bei uns. Und wir können die Bibel nicht überschätzen. Ist auch ein bisschen so der Sinn von meinem Kanal überhaupt, zu zeigen, dass die Bibel Wahrheit ist. Und der große Schlüssel, den wir haben können, wenn wir wollen, ist die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist der Schlüssel schlechthin, um ganz, ganz viele Bibelstellen zu verstehen, im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Prophetie. Und ich glaube, dass man über Prophetie und über Endzeit und über Antichrist und über dritten Tempel und all die Dinge nichts wirklich
Belastbares aussagen kann, wenn man nicht die Kenntnis hat von der Wiedergeburt Jerusalems. So wichtig erachte ich die. Das ist für mich neben Golgatha und neben Jesus Christus, wenn man da überhaupt was nebenstellen will, das Wichtigste, was ich in der Bibel habe finden dürfen. In der Reihenfolge Jesus Christus, Golgatha und die Wiedergeburt. Klar, es sind heilsnotwendige Dinge. Und dass die Wiedergeburt Jerusalems, das Thema Wiedergeburt überhaupt, solche endzeitlichen Auswirkungen hat und so wichtig ist, um Endzeitdinge zu verstehen, wie den dritten Tempel, wie in der siebten Jahrwoche auch die Themen, wie die zwei Zeugen und all diese Sachen, die haben alle damit zu tun, dass dieses Thema so weitgehend ist, hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht. Ich weiß davon jetzt ungefähr seit so 25 Jahren, knapp 30 Jahren, habe da auch nie groß Verwendung von gemacht. Ab und zu habe ich mal gepredigt darüber, aber nur so in begrenzten Kreisen. Habe mich aber damit beschäftigt und habe in den Jahren auch versucht, dieses Thema immer wieder zu plausibilisieren. Habe aber jetzt in der aktuellen Bearbeitung gesehen, dass es da noch viel deutlichere und viel gewichtigere Zeugen und Zeugnisse gibt in der Bibel. Zum Beispiel natürlich Abraham, der Glaubensvater überhaupt, der einen Auferstehungsglauben hatte und der einen doppelten Auferstehungsglauben hatte. Das war für mich, das hat mich geflasht. Das hat mich total geflasht. Abraham glaubte, dass Gott den toten Isaak nach der Opferung wieder auferwecken könnte. Und wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach der Opferung auf Golgatha wieder auferweckt hat. Und deswegen haben wir einen Auferstehungsglauben und sind Kinder Abrahams im Glauben. Weil Abraham glaubte an die Auferstehung Isaaks, ein Bild für die Auferstehung Jesu, an die wir glauben. Aber Abraham hat noch einen zweiten Auferstehungsglauben gehabt. Und der bestand darin, dass die Sarah im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebären würde. Und wenn wir an die Wiedergeburt Jerusalems glauben, dass nämlich Jerusalem, Zion, am Ende der Zeit nochmal in Wehen kommt, schwanger wird und gebiert, dann glauben wir, dass die Tochter Zion im hohen Alter auch nochmal ein Kind gebiert. Und dann haben wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Und damit ist Abraham sogar für die Wiedergeburt Jerusalems der Glaubenszeuge. Jetzt sagen wahrscheinlich viele Theologen, ja, das sind ja allegorische Auslegungen, das findet man auch im Buch, dass dieser Frank, der dort Pastor ist in der Gemeinde, dass er sagt, ja, das kann man nicht einfach so sagen, das sind ja Allegorien, das sind ja Bilder, da jetzt eine Lehrmeinung daraus abzuleiten, ist ja auch zu viel gesagt. Ich glaube, das haben die Juden im Alten Testament oder in der Zeit der Urchristenheit genauso auch gesagt, genauso. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus aus dem Auferstehungsglauben Abrahams, dass er nämlich glaubte, dass Isaak auferstehen würde, eine Lehraussage auf Christus abgeleitet hat. Nun ist das aber auch eine Allegorie. Das heißt also, eine der beiden Allegorien, Golgatha und die Wiedergeburt, eine der beiden Allegorien ist auf jeden Fall heilsnotwendig und ist zur neutestamentlichen Dogmatik geworden. Und zwar dieser Glaube Abrahams an die Auferstehung. Vielleicht gilt das auch für den Glauben Abrahams an die Wiedergeburt Jerusalems? Ich glaube schon. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr bewegt. Gut, also ich freue mich riesig über das Interesse an dem Buch. Seid so gut, schickt das weiter, gebt Links. Toggle the Bell heißt es, glaube ich, oder Ring the Bell, Toggle the Switch, sagen die Amerikaner. Also gerne abonnieren, gerne an Freunde weiterschicken. Gerne sagen wir mal, was hältst denn du davon? Guck mal, hier hat einer was geschrieben über die Wiedergeburt Jerusalems. Was weißt denn du davon? Oder mach doch einfach mal das Experiment. Geht zu euren Freunden, Bekannten in der Gemeinde und sagt, du, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament? Fragt da mal. Bei den jungen Leuten werdet ihr wahrscheinlich eher Achselzucken ernten, weil die sich kaum noch in der Bibel auskennen. Bei den alten und mittelalterlichen, das würde ich euch empfehlen, geht zu den alten Leuten in der Gemeinde und fragt, wo steht die Wiedergeburt im Alten Testament? Und ich wette, dass die Hesekiel sagen, ich wette mit euch. Also das Experiment könnt ihr gerne machen. Genug der Rede, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage noch die anderen Folgen auch lesen kann. Hier wird jetzt gebaut, da ist immer ein bisschen laut, weil die da tagsüber hämmern, deswegen bin ich dann oft da nachts auch dran. Macht mir selber aber auch einen Riesenspaß und würde mich halt freuen, wenn ihr das auch weitergibt. So sind wir Botschafter an Christi Stadt. Nicht für eine Kirche, nicht für eine politische Richtung, nicht für irgendeine Partei oder irgendeine Organisation, sondern für unseren Herrn Jesus Christus. Spread it, heißt es, ja. Gebt es raus und freue mich, dass ihr einschaltet. Ich wünsche einen guten und gesegneten Tag und sage bis bald.